Kommandanten. Mit Update 1.18.1 kommen spannende Änderungen für persönliche Reserven, die den Ablauf einfacher, klarer und für euch vorteilhafter machen. Vorher waren mehrere Schritte nötig, um die passende Reserve auszuwählen. Viele fanden das System sehr umständlich. Dazu hatten einige Spieler sogar komplett vergessen, wie viele Reserven sie über die Jahre angesammelt hatten. Jetzt habt ihr die Zahl der Reserven im Lager immer im Blick. Ebenso, welche aktiviert wurden und wie viel Zeit verbleibt. Das Fenster zur Reservenauswahl könnt ihr in der Garage mit einem Klick erreichen. Dort findet ihr eine neue und leicht verständliche Oberfläche. Normale persönliche Reserven befinden sich oben. Diese Reserven erhaltet ihr über verschiedene Events, abgeschlossene Aufträge oder die Standardbelohnungen im Battle Pass. Verbesserte persönliche Reserven findet ihr unten. Diese kauft ihr für echtes Geld oder für Gold direkt im Spiel. Nach dem Update werden alle Reserven eine Dauer von einer Stunde haben. Statt vier Kategorien gibt es nur noch drei: Gefechts-EP, Kreditpunkte und Besatzungs-EP mit Feien-EP kombiniert. Ihr müsst euch jetzt nicht mehr den Kopf zerbrechen, welche Reserve ihr auf dem dritten Platz aktivieren wollt. Hier seht ihr außerdem Reserven verschiedener Events, sowie auch die Clan-Reserven. Mit Ausnahme letzterer können alle verfügbaren Reserven mit einem einzigen Klick aktiviert werden. Danach wird die aktive Reserve hervorgehoben und die Zeit bis zum Ablaufen angezeigt. Ihr könnt die persönlichen Reserven sogar mitten im Gefecht aktivieren. Es macht keinen Unterschied, ob ihr sie zu Beginn oder Ende des Gefechts aktiviert. Oder sogar, nachdem euer Fahrzeug zerstört wurde. Das ist nützlich, wenn ihr besonders gut spielt und die für die Leistung verdienten EP und Kreditpunkte steigern wollt. Wenn eine aktive Reserve mitten im Gefecht ausläuft, gelten alle Boni noch vollständig für das Gefecht. Reden wir jetzt über eure alten Reserven und wie diese in neue umgewandelt werden. Viele Spieler besitzen eine Vielzahl persönlicher Reserven mit unterschiedlichen Boni und Längen. Am einfachsten ist die Umwandlung für Reserven mit denselben Werten wie im neuen System, nur mit anderer Dauer. So wird etwa eine zweistündige Reserve für plus 50% Gefechts-EP zu zwei einstündigen Reserven. Die Umwandlung von Reserven, deren Werte im neuen System nicht enthalten sind, etwa 25%, 10% oder 15%, wird komplizierter. So werden etwa drei sechsstündige Reserven für plus 10% Kreditpunkte zu vier einstündigen Reserven für plus 50%. Letztendlich werden eure neu erhaltenen Reserven noch wertvoller sein und ihr könnt sie effizienter nutzen. Bei der Umwandlung alter Reserven in kombinierte Reserven für Besatzungs-EP und freie EP wird der Wert der neuen Reserve mindestens so hoch sein wie der Wert der ursprünglichen Reserven. Zuerst werden die alten Reserven nach Dauer und Bonus in entweder normale oder verbesserte Reserven unterteilt. Danach wird die Berechnung der kombinierten Reserven vorgenommen. Wenn ihr also fünf einstündige Reserven für plus 300% Besatzungs-EP und sieben einstündige Reserven für plus 300% freie EP hattet, erhaltet ihr sieben einstündige verbesserte persönliche Reserven mit einem Bonus von plus 300%. In allen Fällen ist die Umwandlung zum Vorteil der Spieler. Der Wert der neuen Reserven wird mindestens ebenso hoch sein wie der Wert der ursprünglichen Reserven. Für einen detaillierten Blick auf den Umwandlungsprozess erhaltet ihr eine Zusammenfassung der Umwandlung, wenn ihr das Fenster zur Auswahl der Reserven das erste Mal öffnet. Ihr könnt auch die Regeln der Umwandlung in unserem Portal nachlesen und den Rechner nutzen, um zu sehen, was euch erwartet. Viel Glück, Kommandanten!